In über 60 Millionen Fahrzeugen weltweit greift der Lenker auf Leder der steirischen Firma. Bei Leder für Lenkräder ist man Weltmarktführer. Das ist mehr oder weniger unser Kerngeschäft geworden in den letzten Jahren, haben aber auch Möbelleder und Airline-Leder, also sprich für die internationalen Airlines, Leder in unserem Repertoire. Beim Lenkrad hat man sich auf besonders standhafte Leder spezialisiert und verwendet ausgesuchte Materialien. Da wird genau dann angeschaut, ob die Leder optisch in Ordnung ist, wie viele Naturmerkmale sind oben, wie ist die Leder nach der Qualität, nach dem Griff, ob das schön griffig ist, ob das rau ist, ob die irgendwelche Schmutzpartikel oben sind. Das Grundmaterial wird dabei laufend analysiert. Nicht herzeigen möchte man bei Wolfsdorf die Produktion von Leder für die Flugzeugindustrie. Hier hat man Know-how entwickelt, um das Leder so dünn zu machen, dass es den strengen Gewichtsvorgaben entspricht. Also wir müssen gewisse Spezifikationen und Normen der internationalen Airlines erfüllen. Und eines davon ist zum Beispiel Reißfestigkeit. Ja. Und wichtig war es dabei, das Leder sozusagen von einer Stärke von 1,2 mm vorher auf 0,7 mm danach zu bringen und trotzdem alle Spezifikationen zu erfüllen. 2400 Lederhäute werden täglich verarbeitet, wobei es bis zum fertigen Leder mehrere Wochen dauern kann. Die Farbgebung ist computergesteuert. Oben haben wir Spraydeck-Anlagen, heißt das. Ein Computer, der quasi ein Foto macht vom Leder. Und dann gibt das Signal an die Pistolen weiter, wann das Leder da ist. Und die Lederproduktion soll dabei möglichst nachhaltig sein. Man arbeite nur mit Abfallprodukten. Nur für Leder werde kein Tier geschlachtet. Die Schlachtungen passieren daher, dass man der Nahrungsmittelindustrie sozusagen das Fleisch zuführt. Wir verwenden das sogenannte fünfte Viertel. Das ist ein Teil sozusagen des Rindes, damit es nicht im Apfel landet, wird es bei uns veredelt.